Hallo und willkommen zurück zu Sonic Dash. Ich bin der Dr. Eggman. Ja, ich habe Chaos wieder gefangen genommen. Yeah, hört sein Leiden. Leute, hilft mir! Der Typ hat noch nicht mal eine Latte am Zaun! Fresse halten, Arschloch! Okay, ich werde jetzt dieses LP weiter moderieren, da Chaos leider jetzt erstmal außer Gefecht ist. Und ich hab Terra auch noch gefesselt. Ey, leitest du mich mal ein? Eggman, Anzeige ist raus. Vergiss es, Terra. Vergiss es, Klein. Du und dein. Es gibt so eine Anzeige, ne? Du hast nicht mal einen richtigen Ping, ist also Schnauze. Warte, das ist. Und das meine ich ernst. Okay. Willst du mich verarschen? Okay, weißt du was? Terra hat einen besseren Ping als du. Also Schnauze, Eggman. Was soll das? Klappe. So. Nick. Eggman, ich stell dir jetzt mal jemanden vor, ja? Das kann vielleicht ein neuer Kumpel von dir werden. Ich werde jetzt auch mal die Moderation an einen anderen herleiten und vielleicht findet ihr ja Freunde, ne? Ciao. Okay. Ja, moin, was geht ab, man? Was willst du? Arsch. Ich werde jetzt was will ich grad? Oh, niemand hält mich jetzt davon ab. Ey, lass mal Pranks machen. Hey, Big. Erledige den Typen mal. Wird's? Nein. Stopp. Schick den Kerl weg. Gun. Come on, Eggman, I'm coming. Danke, Big. So, der Bastard ist weg. Wir fliegen los. Ja, das war voll der krasse Typ, Alter. Den hab ich weg. Der Big hat den hier gerade so richtig krass weggefickt. Yo, Big, Alter, das ist ein Prank auf dich. Ja, wir bin Terra. Ja. Kami, ich liebe dich. Alles klar, Big. Was ist hier los? Das war kein Witz. Ich dachte anfangs mehr an Witz, aber jetzt, wo du sagst, ist kein Witz. Oh Gott! Komm, Big, Alter! Terra, alles war bitte noch in Ordnung. Ihr müsst wissen, Terra, der hat sich vorhin weggelacht, weil wir haben gerade ein Video geschaut von Zeugnis 6. Wie schätzt er sich den Grün einmal in den. ihr wollt bestimmt wissen, wie Sonic und seine Freunde über die Emeralds tragen können. Naja, die schieben sich immer in den Arsch. Das ist mal wörtlich gemeint, das machen die wirklich. Wir haben ein Beweisvideo. Ja, verlinke es in der Beschreibung, damit wir den Algorithmus auf YouTube fortsetzen. Ich hab's bestimmt reingehauen ins Video. Ja genau, Dropkick. What? So. Jo. Ja. Das kommt mir nicht so blau. Scheiße, Eck, wenn wir wieder aufstehen. Ich muss schnell die Runde beenden, bevor er hier aufsteht, dann kann ich nochmal wegfisten. Also wenn der kommt, ne, ich hol wieder Terra Red, ne. Ich zerstört ihn. Hashtag Ansage. Der wird sterben, sag ich jetzt schon. Ich pack schon mal meinen ich pack schon mal meinen Stachelhandschuh aus. Tja. Mit Carsten Stahl Movement. So, jetzt habe ich erst einmal den Stachelhandschuh angelegt. Und jetzt gibt's kleine Runde Fisting hier. Ja. Hey Big, kannst du mal bitte Eggman festhalten, damit er mir nicht wegläuft? Kein Problem. Kann ich heute noch Kami festhalten? Klar, fahr einfach zu ihm. Aber ich kann nicht fahren. Ach Big, da finden wir schon was. Benutzt den Zug. Ich bin aber zu fett dafür. Du bist nicht fett. Das bildest du dir nur ein. Du bist magersüchtig. Wenn du meinst. Big ist das Fitnessmodel Schlüssel. So, ich geh erstmal kurz Eggman festen. Entschuldigt. So, Eggman, dann klären wir das doch mal auf meine Weise. Hashtag Rest in Peace. Ja. Ich zeige euch lieber nicht seine Leiche.
Ja, läuft. Also, wie hast du ihn kaputtgeschlagen? Ich hab sagen, ich hab meine Muskel darauf konzentriert, hier richtig viel Kraft in den Schlauch zu pumpen und hab ihn dann so richtig runtergefistet. Und bin keine. Ach, gab es keine Foltermethode? Bekältet doch die ganze Zeit fest, das ist schon eine Foltermethode. Ja, gut, so kann man es auch natürlich sehen. Obwohl, wenn er dann noch Kami festhält, ist auch Folter. Ach, stimmt, da steht ja. Stimmt ja, Kami steht ja auf Big. Nee, Big steht auf Kami, umgekehrt. Ja, genau. Kami hat doch keine Liebeserklärung gemacht, Big. Ich glaube. Schreib mir mal bitte mal. Hey, ich hab Idee. Terra? Jo. Schreib mal Kami auf Discord, mach mal eine Liebeserklärung an Big the Cat. Was? Die Reaktion nehmen auf. Komm, Terra, bitte für was für mich. Hast gehört, Terra? Los, mach's. Nach den Aufnahmen mach es das mal. Warum nicht mittendrin? Gerade haben wir es doch so gerade drin hier. Das passt doch gerade perfekt. Jetzt kommt der Zusammenhang los raus. Worüber lachst du gerade, Terra? Weil ich sie gerade anschreibe. Ja, mein Kami. Oh mein Gott. Okay, ich hab ihn jetzt angeschrieben. Ich muss noch auf seine Antwort warten. Oh Gott. Und Big macht mich wahnsinnig. Der zeigt jetzt schon Kami-Bilder. Weg. Terra, was hilft da? Damit er aufhört. Also. Du könntest ja mal so Foltermethoden, also du kannst ihn zum Beispiel von hoch aus hängen lassen mit so einem Bein an so einem Seil gefesselt und so, ne? Also dann kannst du sowas über Kopf hängen, da gibst du ihm so ein paar Klatschen, dann holst du eine Kettensäge und dann langsam so im Bauch einschneiden, du nicht, dass er stirbt, ne? Dann, ja, guckst du dir ein paar Mortal Kombat Videos an und dann, ja, kannst du dir da was abgucken? Oh Gott. Ach, wie es aussieht, Kami will nicht antworten. Kami antwortet! Kami antwortet! Oh Gott. Ist so, okay, ist Sony von Big the Cat? Was? Big Dick. Ich schreibe gerade, es sollte von Big the Cat eine Liebeserklärung ausrichten. Und wird da eine zurückschicken. Mein Kami! Ganz ruhig, Big, der antwortet noch. Er sagt, du sollst ihm bitte zurückschreiben. Okay, ich lese doch kurz vor. Es sollte von Big the Cat eine Liebeserklärung ausrichten. Er sagt, du sollst ihm bitte zurückschreiben. Hm? Was schreibt Kami? So abgeschickt. So, was ist Kamis Antwort? Ja, darauf wartet, ja. Ich dachte, er hätte geantwortet! Ja, eine Antwort hatte ja. Wait, what? Wer? Ich glaube, er kennt es nicht. Nee, ich stelle mir gerade so vor. Jetzt gerade auf Discord. Ja, ich habe einen Freund. Ich schicke mal ein Bild von Big the Cat, Dwayne. Er schreibt also danke. Was ist? Ich habe Big the Cat geschrieben und seine Antwort also danke. Was? Ich glaube, also Big the Cat hat doch seine Liebeserklärung gemacht, ja? Ja. Und er denkt gerade danke. Jetzt geht es auf den Gott! Ich glaube, Kami wird so sterben nach der Aufnahme!
jetzt ist es Tag zu reifen. Komm, ich denk, du stehst auf. Ich glaube, das soll jetzt nicht Darkhead aufmachen. Man könnte jetzt interpretieren, was Kamis Aussage. Er denkt, Darkhead steht auf Kami. Darkhead ist gay. Nicht Spaß. Nicht. Nee, ist er nicht. Alter, ich kann grad nicht mehr. Wir sollen mit das Darkhead schreiben. Ich schicke mal kurz das Bild. Big, wo willst du dich mit Kami treffen? Hat er ein Auto? Ja, er hat einen Van. Okay, dann im Van. Schreib bitte Kami, er soll. Check, er soll zu seinem Van gehen, dann trifft er deinen Big. Er checkt gar nichts, schreibt er gerade. Schreib einfach, du sollst zu deinem Van gehen, dann wirst du Big treffen. Warte, ist schon okay, geh einfach zum Band, da wartet Big auf das. Oh, du Witz, das ist doch nicht mein Ernst. Big, was. Was ist stimmt mit dir nicht? Mit mir ist okay, ich bin nur Fischen. Wait, what? Du fischst. In meinem Zimmer. Wo es nicht mal Wasser gibt! In was fischst du eigentlich? In deinem, aus deinem Fenster. Ja, was willst du fischen? Steine. Ja, stimmt. Terra. Kannst du das LP bitte weiterführen? Ich hol jetzt eine Schaufel. Okay. Also Leute, ich bin euer Terra. Modenverkäufer. Also, ihr müsst alles kaufen, was ein Netz anbietet. Also, ich bin gerade im Netzcenter. Und das kann ich sagen, diese Netzwaffen. Ich finde keine Schaufel. Ach, das tut mir aber leid. Und Kami antwortet nicht mehr. Ja, Kami, ich schreibe wahrscheinlich jetzt mit Darkhead. Er denkt doch, das ist Darkhead. Darkhead. Er ist der Darkhead. Ach, jetzt habe ich wieder den Kami-Fanboy. Oh Gott, Kami schreibt wieder. Kami schreibt. Oh, er schreibt sweet. Was? Oh, Big! Ich hab Idee! Am Ende des Parts schreibst du: It's just a prank, look there at the camera! Wenn er mal vorbei ist, noch läuft er noch eine Weile. Wir können es ein bisschen übertreiben. Hey, Big, ich hoffe, du hast nichts dagegen, wenn ich das jetzt mal Terra ausrichte. Was denn? Schreib mal Kami, dass Big ihn heiraten will. Was? Kann man das essen? Nein, das kann man nicht essen, Big. Meine Wüste. Was du willst, steht nicht zur Debatte. Debatte, Gebet, Akku-Business. Los, da schreib's. Was Big zu sagen hat, interessiert jetzt kein Schwein. Sweet. Schreib das jetzt. Nein, du fühlst dich. Doro, mach's nicht. Du hast hier nichts zu sagen. Das ist mein Let's Play hier. Bestimmt ich, was hier abgeht. Es ist mein Let's Play. Das ist Andreas Movement. Ja. Andreas Movement. Von welchem Andreas reden wir? Tschüss, Andreas. Okay, also, ja. Hat Kami was geschrieben? Ach, der hat sweet geschrieben und jetzt belasse es jetzt, glaube ich, mal dabei. Immer jetzt, wir lassen es kurz noch, okay? Hält's noch 5 Minuten aufrecht.
Die Illusion, als hätte er einen heimlichen Verehrer. Oh Gott, okay, ich versuche mal hier noch was zusammenzufassen. Ich weiß aber nicht, was ich noch schreiben soll. Schreib einfach, Big möchte ich heiraten, auch sogar schon. Big mag dich voll. Das wird so dumm. Oh Gott, antworte direkt. Ich dich auch. Was? 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 Was, Alter? Big mag dich. Und was kommt Gabi zurück? Ich dich aber, was? Okay, Kami wird gerade verschwunden. Du darfst da auch bald auflösen. Was hast du gesagt? Big ist deine zweite Identität. Was? 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 Der schweigt ja nichts. Der ist behindert. Hey, Kami. Mann, er kann nicht kommen. Och, Big, was du zu sagen hast, interessiert mich nicht. Du bist wie Velvet. Vergleichst du mich gerade mit Velvet, du Bastard? Ja. Also du bist... Alles klar. Hey Leute, ich bin ab heute Velvet. Ich kann das mit mir selbst reden. Was? Ich schreibe gerade, Big redet doch gerade mit dir, also du. Nein! Doch! Ey. Als Sonic, das hast du gerade vor dem Totem aufgegeben. Du bist scheiße, ich bin nicht stolz auf dich. Okay, mein Leben wird es schwer. Kami sagt gerade, ich bin Terror. Also, er ist Terror und forget my life, es springt von hoch auf, Alter. Nein! Terror? Noch eine Runde, dann darfst du das auflösen. Die Auflöser will ich sehen. Ich schreib, das wäre jetzt das Schweigen des Endes, und wir können es halt dann stehen, bitte, oder? So, in 2 Minuten darfst du schreiben. Also, it's just a prank, look there at the cameras. Das wird so dumm. Aber Big. Warte. Ich darf nicht wie früher sein. Big Red. Jetzt kommt's. Ich freue mich jetzt auf die Reaktion. Ich mach's nur wegen euch. Ihr wollt unterhalten werden, ihr kriegt eure Unterhaltung. Obwohl, das Big Kami mag, das kann ich nicht beeinflussen. Ich kann es nur bei den weiteren Texten beeinflussen. Wo Big dich sagen hat, hey, warte! Ich hab grad geschrieben, Big mag das aber, Kami, ich ihn auch. Wow! Ja. Warte, du willst mit meinem Lieblings auch Glücks machen? In dem Sinne, ja. Du glückgeiles Schwein! Wait, what? Wiederhol das nochmal, Beck! Du glückgeiles Schwein! Kannst du bitte noch ein drittes Mal wiederholen? Bist du taub? Du glückgeiles Schwein! Chaos. Ja? Zitat von Kami. Big the Dark Cat mag mich. Terra, löse es auf. Schreib, it's just a prank. Look at the cameras. Boom, it's a bomben prank. Das schreibst du einfach. Wir warten jetzt einfach ab und hören uns die Reaktion an. Boom, it's a prank. Sag Bescheid, wenn du es geschrieben hast. Und dann waren wir schön auf seine Reaktion. Hab ich jetzt. Es schreibt. Die?
Moment. Okay, ich glaube, hier gerade die Reaktion ist. Hast du geschrieben? Wie prank? It's just a prank. It's just a prank, bro! Hast du geschrieben oder schreibst du noch? Jo, ich schreib's gerade. Okay. Ich überlege, was wir labern könnten. Er schreibt gerade wieder. Ja, aber schreib, du, schick das schnell ab, damit das erstmal richtig raus ist. Wir wollen die Antwort sehen. I've been pranked. I do not jokes. Hat er geantwortet? Ja, I've been pranked. I do not jokes. Edward. Was soll ich jetzt schreiben? Ich schreibe einfach, it's just a prank. Ja, das schreibe ich schon die ganze Zeit, aber I've been pranked and do no jokes. Explain shit. What? Ich schreibe auf Big the Cat hast du es. Terra, du Bastard! Ja, Terra, jetzt bist du ein Bastard. Danke. Ja! Guck mal, der ist jetzt so richtig gemein, der war ja die ganze Zeit beim Sturm, der fette Kater hier. Verpiss dich! Ich soll dir was von Kami ausrissen. Und? Er war dir völlig egal. Was ist deine Reaktion darauf? Was? Er mag mich nicht. Ich werde dich zerstören. Also das will ich ganz gerne sehen. Na los, Kami. Oh, nee. Bitte, Cat will mich angreifen. Schick, geh zu Kami. Tschüss. Okay, bis später, Kos. Bis später. Auf jeden Fall, das wär's für diesen Part. Ja, ich weiß, Leute, wir hatten verrückte Komplikationen. Erst haben wir einen Eggman gehabt, den ich verprügelt habe. Dann haben wir einen fetten Kater, der jetzt weggegangen ist. Und ja... Wow, Big ist aus dem Fenster gesprungen. Ach, mir ist egal. Auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Bis dann, Leute. Und Emerald kommt schwul.